Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Pokémon. Wir sind auf dem Menhirweg, haben im letzten Part den Wallorden erhalten und sind auf der Suche nach dem nächsten. Und hier scheint wohl... Was zur Hölle? Ein Tomatenmann. Nanu, dich kenne ich doch. Nur, dass du es weißt. Diese Steine haben es in sich. Diese 3000 Jahre alten Trümmer sind nämlich... was sind sie denn eigentlich genau? Ach, vergiss es einfach. Auge um Auge, Fossil um Fossil. Ich nehme jetzt gepflegt Rache an dir. Oh nein, er wird meine Klamotten auch beschmutzen. Schnell holen wir uns eine Schutzfolie oder sowas. Team Flair-Rüpel. Was kommt jetzt? Ach, ist das derselbe von letztem Mal dann? Mit seinem Hund-Dus. Da hat es zumindest mal gelevelt. Ja, und ich habe Kyurem jetzt mal nach vorne getan, damit er auch mal wieder ein bisschen levelt. Wird ja langsam wieder Zeit. Ist ein bisschen unterlevelt. Ich will nicht sagen unterlevelt, aber... Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ja, das ist Unlicht und Feuer. Das heißt, wir wechseln mal schnell auf Katastrophe. Nee, das ist ja auch nicht so toll. Muni darf mal ran, mal wieder. Weil das passt gerade ganz gut gegen Hundbooster. Das ist jetzt halt gerade eine dumme Typenkombination gegen Kyro. Muni darf mal wieder aufräumen. Oh, Smog hat leider nicht getroffen. Ach, dieses Herz. So. Einmal bitte Nassschweif. Direkt ins Fressbrett. Und natürlich war das sehr effektiv. Er hat irgendwie nichts dazugelernt seit dem letzten Mal. Er hätte vielleicht ein bisschen trainieren gehen sollen, aber anscheinend... Nee, das ist zu anstrengend gewesen. Ach nee, ein Golbat. Oha. Ja gut, dann kann Kyurem jetzt nochmal kurz hier ein paar Fledermäuse anzünden. Das ist ja wohl okay. Das möchte ich ihm schon gönnen, nachdem er so lange sich zurückhalten musste. Okay. Ist das nicht sogar Gift? Von daher passt das sogar ganz gut. So, Golbat. Okay, Psi-Strahl müsste eigentlich relativ effektiv sein, wenn ich jetzt nicht verwirrt werde. Das wäre nicht so schön. Och Mann, das muss doch jetzt nicht sein. Los, Kyro, du bist gar nicht verwirrt. Och, okay, passt. Ja, es ist sehr effektiv, aber reicht leider nicht. Weiter so. Okay, noch einmal. Au. Das finde ich jetzt in keinster Weise nett. Musste das jetzt echt sein? Jetzt will ich Kyurem ein bisschen leveln und dann werde ich hier direkt... Nein, schlag die nicht zusammen. Auch schon wieder. Wie viel Pech muss man denn haben? Erstauner, ja. Definitiv. Au. So, jetzt aber, komm. Natürlich nicht. Habe ich noch Tränke? Ich glaube, ein paar Tränke habe ich noch. So viel Stress. Das alles nur wegen einer fetten Fledermaus. Hätte ich das vorher gewusst, irgendwie hätte ich Knoblauch mitgenommen oder so. Okay, Kyurem, trink das mal. Ist zwar nicht gesund, aber heilt dich. Da sind ganz viele tolle Kräuter drin. Oder nee, das ist ein homöopathisches Mittel. Oh. Ja, komm. Bist du jetzt nicht mehr verwirrt? Vielleicht? Wäre schön. Ja, so erstaunlich ist das eigentlich gar nicht. Jetzt komm. Töte es einfach. Warum tust du das, Kyro? Ich glaube, ich muss dich gleich wieder auswechseln, wenn das so weitergeht. Was ganz schön, irgendwie ist außer Übung wahrscheinlich, weil es so lange nichts mehr gemacht hat. Es ist nicht mehr verwirrt. Ja, dankeschön. So, was ist jetzt für Golbat? Na, dankeschön. Gut gemacht. So viel Stress am Anfang des Parts. Aber dafür Level 23 für Kyurem. Sehr, sehr schön. So. Noch irgendwas? Nee. Besiegt. Gepflegt verloren ist halb gewonnen. Hauptsache, mein Anzug kriegt keine Falten. Ja, aber er ist schmutzig. Ne, musst du mal deine Tomatensuppe selber auslöffeln, irgendwie. Hoppla, eine Niederlage jagt die nächste. Man könnte glatt meinen, du seist kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Natürlich nicht. Ich bin total wichtig, mich ruft auch jemand mitten im Kampf an. Tja, ja. Roger wird... Ach, er wurde angerufen. Okay, er ist wichtig. Wird erledigt. Der Hololock ist schon ein tolles Maschinchen. Mit diesem Ding kann man sich ganz gepflegt die neuesten Anweisungen von oben besorgen. Der Erfinder des Hololocks war sicher selbst ein sehr gepflegtes Individuum. Aber egal, ich mache jetzt erstmal ganz gepflegt die Flatter. Die mit ihrem gepflegt, ey. Meine Fresse, was ist da los, ey? Okay, machen wir mal nochmal diesen Psycho hier platt. Ne, das machen wir gleich. Erstmal sammeln wir das Item hier auf. Und zwar einen Donnerstein. Den wir theoretisch, glaube ich, brauchen für ein Evoli, wenn wir es zu einem Blitz machen wollen. Haben wir jetzt natürlich schon. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Blitzer her habe. So, was willst du denn? Ich spüre Energie von diesen Steinen ausgehen, die meine Kräfte noch verstärkt. Okay. Dann wollen wir ihm mal diesen Glauben lassen. Psycho Erik. Und er hat ein Mediti. Das ist... Was zur Hölle? Ist das ein Psycho-Affe? Okay, dann ist das natürlich jetzt gerade ein bisschen unpraktisch. Wir verbrennen es am besten einfach. Das hilft normalerweise immer. Glut. Gut, Level 19, das ist ja nicht so tragisch.
Willenslaser. Und was bringt das jetzt? Warum hast du das getan? Okay. Ah, ich verstehe, glaube ich, was seine Taktik ist. Nein, verstehe ich nicht. Nee, ich glaube, das war viel zu kompliziert für mich. Das war wahrscheinlich eine sehr intensiv durchdachte Taktik, nur irgendwie habe ich sie jetzt nicht ganz verstanden. Ein Kirlia. Möchtest du wechseln? Nee, ich möchte eigentlich nicht wechseln. Das passt schon so ganz gut. Ach, das ist die Weiterentwicklung von Drassla, oder? Wird nachher zu Gardevoir. Hat Fährte erkannt. Okay. Wir verbrennen das einfach. So wie alles. Ja, okay, passt. Doppelteam. Oh, hör auf mit diesem Schmarrn. Das will ich jetzt überhaupt nicht sehen. Bitte nicht, nein. Oh Gott, ich hasse das. Triffst? Ja, es trifft, okay. Das hören wir aber ganz schnell auf mit dem Quatsch. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. So. Okay, gleich Level 24. Ich konnte meine gesteigerten Kräfte nicht gezielt einsetzen. So eine Verschwendung. Die immer mit ihren Ausreden. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen peinlich. Aber nun gut. So. Ich bin mir sicher, von den Steinen auf Route 10 geht irgendeine Energie aus. Ja, dann bleib du mal in dem Glauben. Und du? Je weiter man sich Komlexia nähert, desto dichter stehen die Felsen beieinander. Okay, das ist ein Fall Galileo Mystery wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Soll ich nochmal gucken, was hier für Pokémon kommen? Komm, das machen wir nochmal. Ich habe heute noch gar nicht geguckt, was hier so rumläuft. Wir haben... Ach, schon wieder einen Symbolara. Wollen wir es diesmal versuchen? Komm, wir fangen es diesmal, nachdem ich es letztes Mal so zugerichtet habe. Vielleicht will es jetzt doch in mein Team, nachdem es gemerkt hat, dass es bei mir kostenlosen Kuchen und Kekse gibt. Da hat es sich doch umentschieden. Ja, ja. Ist immer so. Wenn materielle Dinge im Spiel sind, dann wollen die... Okay. Das macht doch mehr Schaden als gedacht. Dann müssen wir jetzt doch nochmal einen Trank rausholen. Okay. Eigentlich will ich mein Pokémon jetzt nicht so mit Medikamenten vollpumpen, aber was soll's. Es gibt ja leider momentan keine andere Möglichkeit. Wir sind ja auch schon jetzt auf meinem Level ungefähr. Von daher, Kuro ist mir sehr dankbar. Okay. Der guckt mal. Hat sich das doch schon gelohnt. Au, wieso macht das so viel Schaden? Okay, dann wechseln wir jetzt. Ist mir jetzt egal. Hier, pass mal auf. Jetzt kriegst du Balgoras. Der beißt dich jetzt zu Tode. Wobei, solltest du das vielleicht gar nicht töten. Wenn ich es fangen möchte, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so schlau. Ach, egal, passt schon. Ja, Psi-Welle. Das kennen wir schon. Okay, das macht aber echt gut Schaden. So, einmal Biss. Ja, ist doch gut. Okay. Au. So. Naja, egal. Ich weiß nicht, ich will das Pokémon sowieso nicht. So, Kuro reicht Level 24, sehr schön. Ist damit auch schon wieder auf einem Level mit den anderen Pokémon. Wollen wir dann mal Psyau nach vorne tun? Machen wir das mal. Weil ich glaube, genau, ab Level 24 entwickelt es sich. Deswegen wäre das sowieso gar nicht so unpraktisch. Tauschen wir noch kurz das Item. Nämlich das Münzamulett. Ja gut, das bringt jetzt... Na, wobei, die Hirntafel bringt Kuro auch nicht unbedingt wenig. Hat ja auch eine Psycho-Attacke. Könnte ja sein, dass Kuro nachher Psycho und Feuer wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine aber, das irgendwann mal gesehen zu haben. So, gucken wir noch einmal, ob hier noch irgendwas anderes ist. Vielleicht. Okay. Was bist denn du? Okay. Das sieht fast so aus wie so ein Typ in so einem Vogelkostüm. Könnte durchaus sein, ich weiß es nicht. Ist aber durchaus ganz interessant. Kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Okay, das war sehr effektiv. Das fangen wir uns mal. Ja, jetzt ist es verwirrt und tötet sich vielleicht selber. Ich hoffe nicht. Ich hätte den Mogi-Heb erst benutzen sollen. Konfusion tötet es wahrscheinlich. Wisst ihr was? Dann holen wir jetzt mal Zwiebelsalat. Zwiebelsalat wird es einschläfern. Und dann fangen wir es. Und dann stellt sich am Ende wirklich raus, dass es nur eine Vogelmaske war oder so. So. Es ist verwirrt. Und na. Oh Gott, nein, töte dich. Okay, wenn ich es einschläfer, kann es sich nicht selbst verletzen. Nein, kann ich es einschläfern, wenn es verwirrt ist? Ich weiß es gerade nicht. Das musste doch nicht sein. Ach. Also so schlimm ist es meinem Team auch nicht, dass du dich hättest selber umbringen müssen, Mensch. Naja, gut. Anscheinend wollen die alle nicht. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Ach, das ist wieder ein Rüpel. Wo Erwachsene arbeiten, da haben Nirpse wie du nichts verloren. Ja, wenigstens bin ich so erwachsen und benutze eine Serviette beim Essen. Na, das könnt ihr nicht von euch behaupten. Aber gut. Ach, schon wieder ein Fritzel, Blitz, irgendwas, whatever. So, das war Elektro, ne, aber egal.
So, Psi-Strahl, Katastrophe. Ja, das macht ganz gut Schaden. Funkelsprung. Ist paralysiert, ja, ist paralysiert. Das muss doch nicht sein. Oh, guck mal. Ja, Katastrophe hat sich selbst von dieser Paralyse befreit. Das finde ich sehr schön. Ach, Pokémon-Ami macht teilweise schon irgendwie Sinn. Ruckzucki. Und das müsste dann sogar gleich schon Level-Up sein. Volltreffer. Sehr, sehr schön. Ist das eigentlich die Rüpelin von letztes Mal? Ich glaube schon. Level 24. So, und als nächstes kommt Glibunkel. Nö, ich möchte nicht wechseln. Das macht Katastrophe schon. Ich bin fest davon überzeugt. Dann... Ach Moment, das war doch sowieso total anfällig dafür, soweit ich weiß. Dann würde ich sagen... Oh ja, das war sehr gut. Weiter so. Gut gemacht. Okay. Ich habe die Faxen dicke, so kann ich nicht arbeiten. Okay, dann vielleicht mal einen Benimmlich-Kurs oder so. Moment, jetzt müsste doch eigentlich... Wie, es entwickelt sich noch nicht? Wann entwickelt sich das denn? Ich dachte ab Level 24... Egal. Das Geheimnis der Steine zu lüften ist doch ganz eindeutig Erwachsenenarbeit, oder? Ja, deswegen weiß ich gar nicht, warum ihr die ganze Zeit am Rumtänzeln seid. Ich weiß nicht, was... So. Toll, was unsere Vorfahren hier geleistet haben. Oder war das am Ende das Werk von Pokémon? Ja, Pokémon haben alles geschaffen. Auch die Pyramiden. Ja, das wissen nur die wenigsten. Oh, da ist wieder so eine Steintussi. Moment, machen wir erstmal hier den Rüpel wieder weg. Beziehungsweise, ich glaube, die ist weiblich. Du erforschst die Steine und ich erforsche deine Kampftechnik. Dann bin ich mal gespannt. Vor allem, die haben ja alle keine Namen, ne? Die heißen ja alle Rüpel. Ein Schluppuck. Unfassbar gut. Bei der Pokémon-Wahl kann man sich eigentlich nicht wundern, dass sie nichts reißen irgendwie. Ich weiß irgendwie immer noch nicht, was deren Ziel ist. Das ist mir noch relativ unklar, aber es wird sich wahrscheinlich alles im Verlauf des Spiels lüften. So, tschüss, Schluppuck. Ah, okay, jetzt hast du nochmal überlegt. Level 24. Ich glaube, wenn das so weitergeht... Gibt eine zu... Was versuchst du damit zu... Ich verstehe diese Trainer nicht. War da etwas in deren Tee oder doch in deren Ketchup? Ich weiß es nicht. Was plant ihr eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was die vorhaben. Okay. Meine neuesten Forschungsergebnisse bescheinigen dir eine astreine Technik. Ja, ich weiß noch nicht mal, was du vorhattest. Geh dich eingraben, wirklich. Was anderes, eine andere Möglichkeit sehe ich gerade wirklich nicht. Dein Können muss ich neidlos anerkennen, aber die Uniform von Team Flair steht mir trotzdem besser. Ihr mit euren Uniformen. Vor Sehenswürdigkeiten zu kämpfen, kann sich auch als schöne Urlaubserinnerung entpuppen. Ach, das ist wieder so eine Touristin, ne? Bestimmt die von letztes Mal, die sich in mein Team klauen möchte, ein Driftlon. Na süß. Das ist Geist, das ist ein Problem. Dann würde ich sagen, Katastrophe. Du kommst jetzt einfach mal zurück und lässt mal Makalania mal wieder ein bisschen arbeiten. Muss nämlich auch noch ein bisschen gelevelt werden. Jetzt sind wir alle so ungefähr im Bereich Level 25, das finde ich gut. Wir sind für alle so ungefähr auf dem Bereich, wo die Trainer auch ihre Pokémon haben. Erstauner. Ist erstaunt, dass ich jetzt schon Blitze habe, ne? Ja, das ist sie halt können hier. So, Moment, war unten? Nee, war unten? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. War unten nicht gegen Geistern? Wusste ich es doch, natürlich, da war doch was. So. Ja, da wirst du nicht mehr zu kommen, glaube ich. So leid es mir tut, ja. Hier mit ihren aufladbaren Attacken. Das ist irgendwie so... So eine Sache. So, perfekt. So, und Hippopotas. Bleiben wir dabei? Ne, wir holen jetzt mal nochmal... holen wir nochmal Kuro. Kuro darf nochmal arbeiten ein bisschen. Was war denn jetzt Hippopotas? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hippopotas war... Oh Gott. Die Nasen-OP ist ja gründlich schief gegangen. Also ich glaube, das war kein schöner Chirurg, bei dem du warst. Da ist irgendwas anderes passiert. Was auch immer sie mit dir gemacht haben, du tust mir wahnsinnig leid gerade. Oh, das ist nicht schön. Schläfrig gemacht? Gut, das ist noch nicht so schlimm, wenn wir es jetzt töten. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, gerade so gepasst. Perfekt. Jetzt habe ich Lust auf der Happy Hippos. Gibt's die überhaupt noch? Ja, die gibt's noch, aber die heißen jetzt anders. Ich glaube, die heißen jetzt Kinder Schoko Fresh. Verdammt, und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in diesem Let's Play über Essen rede, so wirklich, oder?
Das ist doch eigentlich eine Leistung. Muss man mir eigentlich zugute halten. Normalerweise schaffe ich das in den ersten Parts schon nicht. So, nein, Bildschirm geht nicht aus. Was wollen wir jetzt? Wir wollen jetzt... Komm, holen wir nochmal Katastrophe. Katastrophe soll sich endlich entwickeln. Denn ich liebe die Entwicklung dieses Pokémon. So. Pachirisu. Mein Gott, das ist ja mal awesome. Das hätte ich auch gern. Ist das Elektro? Sieht so ein bisschen so aus mit den Backen. Wangenrupp. Ist es, glaube ich, wirklich Elektro? Boah, das will ich haben. Wo gibt's das? Das will ich unbedingt haben. Wenn ich das irgendwo fangen kann. Nein, wie gut. Aber vorher töten wir es. Gibt ja leider keine andere Möglichkeit. Ich kann ja leider keine Pokémon von anderen Trainern fangen. Es sollte einfach mal weiß ich nicht, eine Edition geben, wo man den Bösen spielt. Wo man dann irgendwie, weiß nicht, man ist Teil von Team Rocket, man muss allen ihre Pokémon stehlen. Und Angst und Schrecken verbreiten. Weil dann darf man wahrscheinlich immer nur so dumme Pokémon dabei haben, wie Smogmog oder Snubbillicat. Ich glaube, es gibt sogar irgend so ein Hack. So ein Hack irgendwie Team Rocket Edition oder so. Ich meine, dass es sowas mal gab. Es war für Blau oder Rot oder ich weiß es nicht. Vor Sehenswürdigkeiten zu verlieren, kann sich als lebenslanges Trauma entpuppen. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Wirklich. Die machen mich doch alle blöd an. Ist ja nicht so, dass ich das möchte. So. Laut Reiseführer nennt man in einer Linie aufgereihte Steine auch Steinreihen. Naja, was soll man auch sonst dazu sagen? Ich habe keine Ahnung. So, ist hier links noch irgendwas? Moment, wir werden mal kurz mal hier ein bisschen heilen. Denn links jauert ja gerade so ein bisschen auf die Augen bekommen. Das finde ich gerade nicht so schön. Und zwar Paraheiler. Weil vielleicht kommen wir ja gleich schon in die nächste Stadt. Nutzen wir noch die restlichen Tränke, die wir noch haben hier. So. Und Kuro kann auch mal wieder aufwachen. Was ist denn da los hier? Zucht und Ordnung muss in mein Team, glaube ich. Ich glaube, Muni muss da einmal durch die Reihen gehen und einmal ein bisschen sagen, was sie davon hält. So, Aufwecker. Passt. Okay. So, Team ist wieder fit. Es kann weitergehen. So, ist hier noch irgendwas? Gucken wir noch, ob hier noch irgendein Pokémon kommt. Und ja, soweit ich es weiß, habe ich Enthorn wohl verpasst. Das war wohl auf Route... War das 7 oder 8? Ein Evoli! Okay, das möchte ich. Das möchte ich. Hier gibt es Evolis? Wie gut! Okay, Katastrophe vertreib's nicht. Wir machen erstmal einen Mogelhieb. Okay, zack. Gut, dann kann es erstmal nichts machen. Und Konfusion. Okay, das möchte ich unbedingt haben. Ja, das macht nicht so viel Schaden. Ja gut, beiß mich ruhig, passt schon. Macht zwar ein bisschen viel Schaden, aber es passt schon. Katastrophe kann das ab. So, Konfusion. Kein Volltreffer. Okay, passt. Sternenschauer. Okay. So, aber um wirklich sicher zu gehen, wird Zwiebel... Nein, nicht Kyro. Wird Zwiebelsalat nochmal ein bisschen nachhelfen. Was mache ich mir denn dann überhaupt? Ich möchte eigentlich gerne einen Nachtara haben noch. Oder halt dieses neue Fee-Evoli. Das wäre eine Möglichkeit. Genau, dieses neue Fee-Evoli wäre schon irgendwie cool. Du solltest nicht ausweichen. Wobei ich irgendwie noch keinen Plan habe, wie man das bekommt. Aber ja, gut. Da muss man sich halt mal schlau machen. So. Schlafpuder. Ja, schön. Da muss ich irgendwann nochmal hier so ein Evoli fangen, damit ich mir mehr davon machen kann. Weil ich mag die Evoli-Pokémon. Die ganzen Entwicklungen. Die sind einfach so toll. So, das sollte sich aber ausgehen. Also. Nein. Was? Nein, ich hab. Warum? Warum, du verdammtes Schiebepad? Warum gehst du nicht einen Schritt weiter? Okay, es kommt noch eins. Okay. Ich hole meine Wurstfinger. Das ist ja der Fail des Jahrhunderts. Oh Gott. Ja toll, jetzt sterbe ich. Jetzt stirbt mein Katastrophe wahrscheinlich. Ja, ich bin auch so ein Honk, ey. Ja, vielleicht überlebt es das. Oh mein Gott. So, okay. Zwiebelsalat. Ich würde sagen, dann machst du den Rest. Katastrophe überlebt mit einem HP. Eigentlich hätte es sterben müssen, das habe ich verdient für die Aktion von eben. So. Wir wollen es aber nicht töten, wir wollen nur... Ihr Rasierblatt wird es wahrscheinlich töten. Das ist nicht so schön. Egal, komm. Wird schon passen. Töte es nicht. Töte es nicht, töte es nicht, töte es nicht. Okay, passt. Ich hasse mein Leben. Ich hasse wirklich mein Leben.
So, bitte einmal einschläfern. Jetzt hätten wir schon zwei Evolis haben können, wirklich. Okay. Schlaf, Bruder. Ja. So. Und jetzt ganz vorsichtig. Ja. Okay. Wir wollen auf den Beutel, genau. Und wir wollen einmal einen Superball schmeißen. Das ist doch nicht so schwer. Das kriegt man doch hin. Gut. So, müsste aber passen jetzt. Oh Gott. Ja. Ja. Dankeschön. Wir haben einen Evoli gefangen mit Hindernissen. Okay. Gut. So. Und Level 25 für Zwiebelsalat. Das ist doch toll. Okay. Katastrophe erreicht Level 25. Oh yes. Psychoschock. Oh ja, das wollen wir lernen. Was wollen wir vergessen? Moment, Psychoschock ist... Oh ja. Das ist definitiv etwas, was ich haben möchte. Da können wir mal schön Konfusion für verlernen. Säusestimme lassen wir jetzt einfach nochmal. Moment, was war... Doch, Säusestimme lassen wir. Wir verlernen... Mogib ist eigentlich total... Nee. Mogib ist immer ein Free-Hit, das passt schon. So, wir verlernen Konfusion. So. Und Psycho-Schock. Vor allem mit der Hirntafel zusammen. Das ist ja mal richtig derb dann wahrscheinlich. So. Okay. Und wir haben Evoli gefangen. Aufgrund einer genetischen Anomalie kann seine Entwicklung viele verschiedene Farben annehmen. Also, was ich auf jeden Fall haben möchte, ist ein Glaceola, das Fee-Dingen und ein Nachtara wahrscheinlich. Ein Psyana vielleicht auch noch. Muss man mal gucken. Aber, ah ja, Katastrophe entwickelt sich. Na endlich, ich freue mich. Oh, wie ein Schnitzel. Los, Katastrophe. Das wird toll. Ich weiß es. Oh nein, es ist so gut. Es ist so gut. Es wurde zu einem Psyogon. Das Pokémon wird bei mir bis zum Ende im Team bleiben. Das kann ich euch versichern. Dazu ist es einfach viel zu toll. Oh Gott, nein. So, ich möchte aber gerne irgendwie noch den Pokédex-Eintrag lesen. Das wäre mir gerade irgendwie noch wichtig. Ich möchte mal wissen, was da steht, weil den fand ich vom Psyau schon großartig. So, wo ist der denn dann? Wahrscheinlich im Zentral-Pokédex, nehme ich an. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Psyaugon. Psyaugon, Psyaugon. Wo bist du? Wo bist du da irgendwo? Da war es doch. Ah, ah. Über das Augenmuster auf der Innenseite seiner Ohren setzt es seine Psychokräfte frei. Da diese aber viel zu stark sind, hält es das Muster bedeckt. Okay, aber zumindest hat es jetzt gemeistert, die Kräfte zu benutzen. Das ist doch schon mal was. Okay, so, dann haben wir das noch entwickelt und wir sind in der nächsten Stadt, so wie es aussieht. Und zwar in Kromlexia. Okay, was ist das hier? Moment, da liegt ein Item. Oh, ich hätte vielleicht das Itemradar nochmal benutzen sollen. Ach, ist jetzt auch egal. Oh, was jetzt? Ach, noch so ein Tomatenmann. Kromlexia, die Stadt der Steine. Inwiefern war das jetzt wichtig, das zu hören? Ich weiß es nicht. Ich setze mich jetzt erstmal hier hin und schöne Runde. Dann setze ich mich jetzt hier noch hin und schöne Runde. Das mache ich jetzt aber nicht mit ein, vier Stühlen, sonst wird das noch zu viel. So. Du musst ein echter Weltenbummler sein, wenn du extra wegen der Steine angereist bist. Ja, ich liebe Steine. Das mache ich den ganzen Tag. Ich setze mich vor das Haus und schaue den Steinen beim Wachsen zu. Nichts als Steine, sagst du. Pas du tut. Das verstehst du falsch. Wir halten den Ort bewusst schlicht, um nichts zu stark von den Steinen abzulenken. Oh Gott, ey, geht's hier jetzt wirklich nur um Steine, oder was? Naja, gut. Pudersand. Und ich habe gerade irgendwie schon wieder zwei Geschenke bekommen. Ich muss das, glaube ich, wirklich wegmachen, sonst lenkt mich das zu sehr ab. Was haben wir denn da mal wieder? So, ein heißes Lavakissen. Schick. Und ein weißes Motiv. Ich gehe jetzt mal wieder hier ins Player Search System, sonst lenkt mich das zu sehr ab. So. Okay, das ging jetzt aber wirklich schon relativ schnell. Jetzt sind wir jetzt wirklich schon in der nächsten Stadt. Aber hier ist keine Arena. Das wäre irgendwie jetzt viel zu schnell, wenn man bedenkt, wie lange das bei den anderen gedauert hat. Aus unerfindlichen Gründen entwickeln Pokémon sich nicht, solange sie einen Ewigstein tragen. Da ich jede Menge dieser Steine habe, werde ich dir auch einen abgeben. Ach, das ist, wenn man die Entwicklung unterdrücken möchte. Ja, genau. Obwohl irgendein Zusammenhang zwischen Pokémon und bestimmten Steinen besteht, denkt mal darüber nach. Manche Pokémon entwickeln sich sogar, wenn man ihnen einen Feuer- oder Wasserstein zum Tragen gibt. Ja. Ist ja vollgestopft mit Pokémon-Objekten. Natürlich, was auch sonst. Die brauchen nichts anderes zum Leben. Die Geschichte dieser Gegend soll bis weit in die graue Vorzeit reichen. Die Fremdenführerin, die im Hotel sein soll, hat sicher noch allerlei Details dazu parat. Okay. Aber, haben die irgendwie... Moment, was ist denn hier drin?
Hier sind alle Gegenstände wohlgeboren. Okay, ich hätte gedacht, das ist auch nur Pokémon-Zeugs. Und ich habe mich gefragt, von was die eigentlich leben. Von Poffels wahrscheinlich. Poffels ist wahrscheinlich das Grundnahrungsmittel hier in dieser Welt. Jeder lebt von Poffels. Würde ich auch, wenn es Poffels in meiner Welt geben würde. Dann würde ich wahrscheinlich auch den ganzen Tag nur Poffels essen. Denn Poffels sind awesome. So, hier war ein Item. Das habe ich gesehen. Wie komme ich da dran? Timer Ball. Ah, wie unnötig. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, gucken wir mal erstmal nochmal in das Source hier. Aber überall wirklich Steine. So. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ach, mal wieder das Hotel. Oh mein Gott. Herzlich willkommen im Hotel Meeresschnee. Der Wohlfühloase im Herzen Cromlexias. Und woher kommst du? Ach, aus Escicia. Von so weit her. Dann freue ich mich umso mehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich kriege trotzdem kein Zimmer. Wahrscheinlich, weil ich noch zu jung bin. Denn Xiaoma hat es mir auch angetan. Ich bin immer wieder froh, Leuten zu begegnen, denen die gleichen Pokémon gefallen wie mir. Andererseits frage ich mich aber auch immer, was in den Köpfen von Leuten vorgehen mag, die andere Pokémon mögen als ich. Tja, ich weiß es nicht. Das ist, ne? Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Hallo? Hi. Hallo? Hi. Hi. Ja, was denn? Es ist schon wieder dieses... Quaff, waff. Ich weiß auch nicht, was das... Also, ich glaube, langsam sollten wir Angst haben. Es ist mittlerweile das dritte Hotel, wo wir das sehen. Aber gut, hier oben sind wahrscheinlich ein paar Items vor uns irgendwie. Das war irgendwie bisher immer der Fall. Mr. Miteinander ist wahrscheinlich auch wieder hier. Gibt es hier denn gar keine heiße Quelle? Eine heiße Quelle neben dem Pokémon Center wäre einfach unübertrefflich, sage ich dir. Ach, damit da wahrscheinlich eine gebaut. Damit da wahrscheinlich so ein Onsen neben dem Center gebaut. Ja, warum auch nicht? So, Mr. Miteinander ist heute nicht da? Doch, natürlich ist er da. Da dachte ich, da habe ich heute einmal Glück, dachte ich. Aber nein, wir müssen seine Visage schon wieder sehen. Gut. So, Initiative Kraft Level 1. Ich könnte ja mal ein paar Leute mit Kräften beschenken oder so. Wobei ich irgendwie den Sinn davon immer noch nicht so ganz verstanden habe. So, Mr. Miteinander lässt den Bildschirm wieder schwarz werden, was irgendwie schon... Warum wird der Bildschirm immer schwarz, wenn er verschwindet irgendwie? Das ist schon etwas mysteriös. Der Typ hat doch eh sowieso nicht alle Latten am Zaun. Aber gut, ist mir auch egal. Der wird schon wissen, was er tut. So, das, dann nehme ich mal an, dass dann hier links... Das ist dann wahrscheinlich einfach... Hier wird dann wahrscheinlich ein Onsen entstehen. Oh, ich kann mich auf die Steine setzen. Oha. Das ist ja unglaublich toll. Gut, gehen wir ins Pokémon Center. Ich glaube, wir könnten unsere Pokémon sowieso gerade mal heilen. Ist mal angebracht. So. Wenn es deinen geliebten Pokémon ein wenig an Initiative fehlt, schafft das hier sicher Abhilfe. Oh, Gegenstoß. Aber die Leute beschenken mich ja aber wirklich immer reichlich, ne? Egal, wo du hinkommst, immer bist du beschenkt. Die Stärke der Attacke Gegenstoß verdoppelt sich, wenn sie erst im Anschluss an die gegnerische Attacke zum Einsatz kommt. Okay, da muss man voll taktisch planen, dass das Pokémon weniger Initiative hat als das andere. Da Steine sowohl Wind als auch Wetter trotzen und ihre Gestalt dabei nahezu nicht verändern, nehmen viele zum Anlass, sie zu zeitlosen Sinnbildern der Ewigkeit zu verherrlichen, denen eine geheimnisvolle Kraft innen wohne. Sag bloß, es gibt hier so eine Steinsekte oder was? Nanu, bist du etwa auch wegen der Steine hier? Weswegen denn sonst? Vielleicht helfen deren Kräfte ja deinen Pokémon ebenfalls auf die Sprünge. Oh Gott, diese Steine. Wollen wir noch was kaufen? Ach, kaufen wir noch ein bisschen hier. Ein paar Superbälle. Ja, hier 4. So. Ein paar Supertränke auf jeden Fall noch. Boah, wie viel Geld ich inzwischen schon habe. Hier können wir ein paar Supertränke kaufen. Zack. Was haben wir? Haben wir noch Paraheiler? Ja, da brauchen wir unbedingt einen. Sonst haben wir die 5 nicht voll. Aufwecker brauchen wir noch einen. So. Fluchtseile haben wir noch genug. Wo ist Sana eigentlich? Ich glaube, die versteckt sich hinter jedem Busch, wenn wir nicht hingucken. So wird es wahrscheinlich sein. So, Schwester Joy, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du bitte einmal meine Pokémon in deine Obhut nehmen würdest. Das finde ich spitze, dass du das machst. Okay, haben wir das auch erledigt? Da bin ich aber gespannt. Gibt es jetzt auch eine Arena? Das scheint mir so ein kleines Billigstädtchen zu sein. Ich glaube nicht, dass es hier eine Arena gibt. Okay. Ach, das wieder... Was ist denn hier los? Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung. Die Steine auf Route 10 müssen bewusst so aufgereiht worden sein, dass sie direkt nach Cromlexia führen. Lino, der Arenaleiter von Relivera City, stellt derzeit Nachforschungen zu den Steinen an, aber noch weiß niemand so recht über sie Bescheid. Ihr wollt wirklich die Forschung ihm überlassen? Ich meine, der Typ klebt sich Kaugummis in die Haare. Aber gut, das ist ja einfach nur so ein Problem. Wo stumm die Steine Bände sprechen. Ach, Steine. Faszinierend. Okay, wo bin ich hier bloß gelandet? Oh, was jetzt? Jetzt spitz mal deine Lauscher. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser perfektes Waschmittel produzieren und wunschlos glücklich werden. Denn wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davontragen. Oh Gott, nein. Serena, hast du Team Flair gesehen, Bert? Ja, aber
Ja schon, aber was? Also ist der Rüpel nicht mehr hier, ja? Der Schuft kann sich ja wohl nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Da vorne geht's doch nicht weiter. Bei Team Flair überkommt mich ein sehr ungutes Gefühl. Die werden wahrscheinlich so ein Billigwaschmittel produzieren und dann werden sie im Kampf gegen alle anderen Waschmittel treten und dann werden sie die Waschmittelindustrie ordentlich aufmischen. Das ist wahrscheinlich deren düsterer Plan. Gut, man hätte es auch irgendwie anders regeln können, wenn man sich vorher seinen Anzug nicht so versaut hätte. Von diesen uralten Steinen heißt es, dass sie eine rätselhafte Kraft freisetzen. Dann stelle ich mich mal in die Mitte und bete sie an, oder was? Oder muss ich da jetzt einmal im Kreis... Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert irgendwie? Man muss bestimmt hier ein total komisches Muster fahren oder so. Und dann passiert irgendwie was. Das gibt es in voll vielen Spielen. Da muss man... Genau, an Donkey Kong Country 3 muss ich denken. Da gab es auch so ein Steinmuster. Da muss man eine ganz komische... so ein ganz komisches Muster rumfahren. Und dann hat sich ein Geheimgang geöffnet. Na, wer weiß. Vielleicht ist es ja wirklich so. Gehen wir erstmal in die Hütte hier. Ich könnte mal das Itemradar anschmeißen gleich. Oh, der alte Mann. Sehr traurig. Die 3000 Jahre während verzweifelte Suche eines Mannes nach einem Pokémon. Diese Geschichte ist mir zu Ohren gekommen, doch so recht glauben kann ich sie nicht. Könnte vielleicht daran liegen, dass der Mann 3000 Jahre alt sein müsste dann? Aber gut. Oder ist die Geschichte 3000 Jahre alt? Moment. Oh ne, die Geschichte ist 3000 Jahre alt. Ich dachte, der Mann ist 3000 Jahre alt. Das wäre nicht schlecht. Das schaffen nicht viele. Okay. So. Machen wir mal. Wir schmeißen mal das Itemradar. Halt. Nein, ich wollte nicht in Pokédex. Ich wollte eigentlich nur das Itemradar einschmeißen. So. Zack. Gucken, ob wir irgendwas finden. Mal, könnte ich jetzt gedacht, vielleicht hier? Nee. Aber bestimmt irgendwo da im Kreis. Mit Sicherheit. Das schreit doch danach, dass hier irgendwas Verstecktes ist. Wobei, ich frage mich immer, wie nah man eigentlich da dran sein muss. So. Hier nochmal geguckt. Nö, hier scheint soweit irgendwie nichts zu sein. War ich jetzt in allen Häusern drin soweit? Okay, die haben den Weg frei gemacht. Aber... Okay, reden wir nochmal mit ihr. Hey du, schau einfach mal im Hotel vorbei, wenn du mehr über die Steine wissen möchtest. Okay, dann gehen wir mal nochmal ins Hotel. Jetzt, wo sie uns schon so freundlich gebeten hat, machen wir das doch nochmal. So. Du hast doch auch diese riesigen Steine auf Route 10 gesehen, nicht wahr? Einige der größeren messen sage und schreibe 10 Meter. Auf nur ein paar Kilometern ragen hunderte von ihnen gen Himmel. Um diese Steine aufzustellen, haben die Leute damals bestimmt die Hilfe unzähliger Pokémon benötigt. Zu welchem Zweck dies allerdings geschah, bleibt auch weiterhin schleierhaft. Theorien gibt es natürlich, wir sind am Meer. Einige halten sie für Grabstätten aus dem Altertum, die zu Ehren bedeutender Krieger errichtet wurden, während andere in ihnen Denkmäler zu Ehren angesehener Sippen sehen. Wieder andere halten sie gar für rituelle Relikte, die mit dem Ursprung des Lebens in Verbindung stehen. Für mich persönlich handelt es sich dabei ja eher um eine Art Kalender. Das sieht man doch oft in Dokumentationen. Alte Kulturen, die Objekte wie Steine aufreiten, um die Bewegungen der Gestirne zu erforschen. Eins ist jedoch gewiss, und zwar, dass uns diese Steine noch jede Menge Rätsel aufgeben. Manche glauben sogar, dass ihnen eine besondere Kraft innewohnt. Sollte dem so sein, kann man nur hoffen, dass es sich um wohlwollende Kräfte handelt, die über uns und die Pokémon wachen und nur unser Bestes im Sinn haben. Ach, wo wir gerade dabei sind. Im benachbarten Yantara City gibt es mehr dieser rätselhaften Steine. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind es auch einfach nur Steine? Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich lasse sie mal in ihrem Glauben, dass da irgendwas ganz Besonderes dran ist. Tja, nee, ich würde sagen, wir verfolgen dann einfach mal Team Tomate und gucken mal, was da oben abgeht. Denn anscheinend haben die einen düsteren, finsteren Plan ausgearbeitet seit unserem letzten Treffen. Okay, altertümliche Steine. Wie sind die denn dann da reingekommen? Okay. Dieses Tomaten-Team cheatet. Das finde ich in keinster Weise nett. Tja, dann müssen wir wohl doch nach Yantara City, wie es aussieht. Aber es scheint hier aber irgendwie nichts Besonderes mehr zu sein, so wie es aussieht. In die Häuser kann man ja nicht. Und mit den Steinen wüsste ich jetzt auch nicht, was ich anfangen soll, außer andere Leute damit zu werfen. Lucario! Ach, du schon wieder. Oh, du bist doch der Trainer von Route 5, habe ich recht? Kario! Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal zwei. Und sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefressen hat, oder? Ja, das eine da. Das da. Eine Herausforderung von Arenaleiter. Das ist eine Arenaleiterin? Ach stimmt, hat die mir irgendwann mal gesagt, oder? Ach, ich bin doch so vergessen. Ich weiß es doch nicht. Lucario. Okay. Tja, dann, das ist, glaube ich... Was war das? War das Kampf? Das ist sogar gar nicht so schlecht. Los, Katastrophe! Psychoschock! Offenlegung. Au. Das ist aber nicht so nett, Katzen zu schlagen. Du kommst nicht in den Himmel. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das ist schon mal sicher, denn Leute, die Katzen schlagen, kommen nicht in den Himmel. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Oh Gott, diese Attackenanimation ist einfach zu gut. Schwertanz. Oh, das wird sich auch nicht mehr. Das wird dir auch nicht mehr helfen, glaube ich. Dazu ist Katastrophe einfach viel zu schnell. Katastrophe erinnert mich auch so ein bisschen an mein Lieblings-Pokémon, nämlich Vulnona. Ja, Vulnona ist neben Phlegmon und Lamus mein absolutes Lieblings-Pokémon. Einfach, weil es mich so sehr an Nighthead aus Okami erinnert. Das ist einfach ein unglaublich tolles Pokémon. So, Katastrophe hat Lucario besiegt und das andere will auch kämpfen. Okay. Ne, wir... Moment, wechseln wir? Was müsste denn... Ja, wir wechseln mal Kyro ein. Kyro könnte... Ist das nicht sogar Stahl? Lucario? Ich bin mir gerade unsicher. Außerdem kommt jetzt das eine Lucario schon in die Hölle, dann wollen wir das dem anderen nicht auch noch zumuten. So, Kyro darf es einmal verbrennen. Und wenn es nämlich so ist, wie ich denke, dann könnte das sogar... Moment, wir probieren es mal. Steigerungshieb. Au. Nicht, dass ich das gut heiße, dass du meinen Hund schlägst, aber ich meine, gut, es ist ein Fuchs, aber es ist tatsächlich sehr effektiv. So. Gut, du kannst dann mal los, kannst dann noch ein bisschen verbrennen. Machen wir noch eine Glut. Und dann hat sich das wahrscheinlich auch schon. Metallsound. Soll ich jetzt Angst haben oder was? Spezialverteidigung wurde gesenkt. Und jetzt? Ja gut, aber ich denke, der Feuerwirbel wird sein Übrigstes tun. Ja, da hat sich das erledigt. Hat sich sogar nochmal gelohnt für Kyro. Nochmal richtig viel Erfahrung wahrscheinlich. Oh ja, das gibt Level 25. Sehr schön. Wunder, wunderbar. Conny besiegt. Hoppla, mein legendäres Lucario-Duo konnte nichts gegen dich ausrichten. Kriege ich jetzt einen Arena-Orden? Wahrscheinlich nicht. Ja, zu einfach. Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arena-Leiterin von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung. Also später dann, ja? Ich will den Orden. Wahrscheinlich jetzt noch voll die Mega-Pokémon, wenn ich gegen sie kämpfe. Aber, ja, das werden wir in diesem Part nicht mehr herausfinden. Wir sind auf dem Miroir-Weg. Und den Miroir-Weg werden wir dann im nächsten Part erkunden. Und dann bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Ich fange da jetzt lieber nicht mit an. Okay. Ja, Stichwort Wundertausch. Ich habe es wohl so verstanden. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es jetzt wirklich Hacker waren oder ob es wirklich nur ein Glitch ist. Ich würde es aber trotzdem erstmal vermeiden. Einfach weil, ja, ich kein Risiko eingehen möchte. Je kleiner dass das, wenn das Risiko auch klein ist, ich möchte es trotzdem irgendwie nicht so gern eingehen, dass da irgendwas mit meinem Spielchen passiert. Ich überlege mir das noch für die nächsten Parts, ob ich es nochmal wieder mache. Wir gucken einfach mal. Jetzt ist aber erstmal Schluss für heute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Pokémon Ü. Bis dahin.